Das war jetzt, naja, was heißt gut war es nicht, aber naja, besser als gar nichts. Ich war so ein bisschen in einer unmöglichen Situation gefangen und das Problem jetzt einfach, so, ein Ameisenhügel nenne ich es mal, erledigt. Ah, immer dieses dämliche Viecht, was da rumsticht. Einmal kurz hier den, den. Warte mal. So. Besser. Hoffe ich mal. So, dann. Den, was da so rumsticht. Diese Viecher sind. Ah, ich hasse die Dinger. Diese Stechpalmen. Nee, Stechpalmen sind was anderes. Ich habe aber eine Yucca-Palme habe ich bei mir in der Wohnung. Ich wollte mir eigentlich noch ein paar weitere große Pflanzen holen. Habe ich bis jetzt noch nicht so gemacht. Wird aber hoffentlich noch. Oh, Ameisenhügel erledigt. Ich werde es mal rundherum alle erledigen, bevor ich mich dann um die Stechpalme kümmere. Ich sage einfach die Stechpalme. Was anderes fällt mir nicht ein. Falls mir da was in die Quere kommt. Wäre nicht so geil, sage ich mal. Ah, Silberzeugs, sehr geil. Ach, du Schande, ja. Von wegen, ich kümmere mich erstmal um die Stechpalme. Also um die anderen. Aber ein Leben, geil. Oh, wisst ihr, wie toll das ist, wenn du ein Leben bekommst? Und wie viel haben wir denn? 900? Oh, da können wir uns, wenn wir einen nächsten Händler irgendwo treffen, richtig gut was leisten. So, aber ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Stechpalme. Beziehungsweise haben wir hier jetzt eigentlich noch irgendwo einen, nee, einen Ameisenhaufen. Ameisenhügel habe ich alle erledigt. Das Vieh ist hier gerade richtig nervig. So. Wie kommst du denn hier zu der, ich nenne es mal Ananas? Wahrscheinlich gibt es da einen Geheimgang da hoch. Aber anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Oder ein Geheimgang. Ich glaube, das werde ich da nicht überleben. Also lieber doch hier an der Seite lang. Seitlich ist da hier auch nichts. So, hier war jetzt der Silberschlüssel. Ah, da war noch jemand zum Aufwerten. Sehr schön. Aber ich glaube, da komme ich gerade nicht lang. Das ist, Na gut, wir haben ja hier noch den Goldkey. Gucken wir mal da, wo der uns hinbringt. Ach ne, den habe ich gerade. Den habe ich nicht. Muss dann auch noch irgendwie die Spikes da deaktivieren. Sonst,
Habe ich irgendwo was übersehen? Ich meine, ich kann jetzt wieder da runter und hoch gehen, aber... Aber das ist... Hier komme ich jetzt erstmal nicht lang. Da komme ich nicht weiter. Hier ist noch ein Coin. Aber die, ich kriege ja die Spikes jetzt gerade nicht deaktiviert. Hier komme ich ja auch. Wir hätten hier noch, aber da kommt es ja nicht weiter. Ja, ouch. Warte mal, mich hat gerade jemand per Handy ange... Ah, nee, das war jetzt nur Twitter. Soll ich trotzdem mal gucken, was die so alles Schönes twittern? Na, okay, gut. Ja, hätte jetzt eigentlich auch nicht wirklich sein müssen. Wir sind noch beim Zuschauer. Manu. Ich bin verzweifelt. Ich weiß gerade nicht weiter. Wo lang? Wo lang? Wo denn lang, verdammte Axt? Habe ich irgendwo einen Geheimgang übersehen, oder? Was ist das da für ein Viech? Und hier komme ich nicht durch, ohne zu sterben. Also muss ich da hier außen rum. Okay, gut, wir gucken jetzt mal die Map an. Ah, hier. Ach nee, hier komme ich jetzt auch nicht weiter, weil die Tore hier zu sind. Und ich habe auch absolut keine... Ah! Ja. Man sollte da auch mal die Treppe benutzen. Doof, 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 doof. Naja, passiert. Gut, dann... Ab. Und dann jetzt da. Es ist eine Fliege im Raum. Warum ist hier eine Fliege im Raum? So. Gut, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal da zu dem Typi gehen, da. Warum werden die dann rot? Das verstehe ich nicht. Ich meine, der Typ ist ja nicht schwer zu, aber der hat sich da auch gerade festgebackt. Mein Mana hat sich erhöht. Geilo! Oh nein. Eine Stechpalme. Jetzt haben wir ja auch einen Ameisenhügel. Sieht nicht so aus. Gut. Das ist dann nämlich auch noch doof, wenn du so eine Big Mama, Stechpalme und Ameisenhügel hast. Das ist dann immer. Yeah! Dann hast du es geschafft. Dann bist du... Also dann sieht's nicht gut aus für dich. Ah, noch ein Vendor-Coin. Sehr gut, dann wird's nochmal ein bisschen billiger. Toll. Das... Nur? Genau. Das war... brillant. Das war richtig brillant. Manu. Herrlich. Toll. Die Combo hätte ich vorhin gebrauchen können.
So, einmal. So, jetzt. Ein Leben. Oh, sehr schön. Und was hast du für mich? Gar nichts. Warum hast du nichts für mich? Warum hast du nichts für mich? Was ich kaufen kann. Na gut, dann werdet ihr jetzt erstmal gegrillt. Ich bin so sauer, dass der Typ nichts hat. Oh, und wartet mal ganz kurz, ich muss mal wieder husten. So. Jetzt aber gibt's mal kurz. Oh, ich sehe gerade, der Delay ist ja gerade wieder richtig toll. Aber es ist interessant, so alte Sachen anzuschauen. Also von vor ein paar Sekunden. So. So, ich weiß noch nicht, wie lange wir machen. Werden wir mal schauen. Werden wir mal einfach wirklich schauen. Und ich, also ob wir dann, ich glaube nicht, dass ich heute noch ein anderes Spiel machen werde. Weil es ist ja doch so ein bisschen, auch Zeit vergangen und immer nur ein Spiel zu... Ah, nein! Na, auf jeden Fall, habe ich ja schon so oft erwähnt. Das ist ja heute der erste Stream, das muss ich erstmal rumsprechen. Und ich sag immer Samstag, Sonntag, 16 Uhr. Es sei denn, es kommt das dazwischen. Ich werde mal auch da noch so ein paar Buttons machen. Habe ich mir das auch mal angeguckt. Also was heißt so ein paar Beschriftungen, wo man mich auf Facebook findet. Und ja, mein privates... ich mache mir vielleicht mal noch ein Mylos Twitter-Konto, weil mein privates möchte ich ungern verlinken. Ja. Bum, bum, bum. Es werden aber immer mehr, also von wegen, wenn dann einige gesagt haben am Anfang, warum hast du leicht gewählt? Und da kann ich nur sagen, ja, schaut mal, wie das schwer das leicht ist. Also es ist nicht, ja, es ist im Prinzip eigentlich ein Hack-and-Slay-RPG, wenn man es so will. Also es geht halt wirklich nur darum, die Monster zu, die Mobs zu killen. Und das war's. Also, ja, es hat so ein bisschen Rollenspielcharakter. Hat es dadurch, dass ich hier in so einem Dungeon bin, was eigentlich auch ziemlich cool ist, muss man sagen. Also ein bisschen feiere ich ja dieses Dungeon hier. Auch wenn ich da manchmal ein bisschen mit den Sachen zu kämpfen habe. Aber Grafik, also es hat schon Atmosphäre. Das muss man... muss man dazu sagen. Geht's denn dahin? Hier haben wir noch einen defensiven Kämpfer. Da muss ich aber erst... der mir ein bisschen Defensive gibt. Ich glaube, Defensiv-Sachen werde ich mir definitiv noch holen. Aber da muss ich erstmal irgendwie die Spikes abschalten. Ah, da haben wir noch einen Ameisenhügel. Nenne ich es, sag ich's mal. Aber die sind ja nicht so schwer. Ah, eine Stechpalme. Okay, da werden dann die Spikes hier abgeschaltet.
Ah, sehr schön. Oh. Nicht sehr schön. Nicht sehr schön. Toll, jetzt verbrauche ich mein ganzes Leben. Ah. So. Okay. Die erledigt und mich erledigt. Toll. Ich hasse diese Stechdinger. Vor allem, dort könntest du dich ja so gut wie nicht bewegen. Das war ja das Problem. Oder habt ihr da was anderes gesehen? Hey, plus 1 Armor. Geil. Oh, aber wie deaktiviere ich da die Spikes? Oh. So, das einmal. Jetzt haben wir bloß noch das Dingens hier. Aber ich habe keine Leben mehr. Das ist doof, weil der Endboss, so kann ich mich erinnern, als ich das damals bei Gronkh, der hatte, glaube ich, mal so ein Let's Test damals, aber noch in der Beta-Phase oder sowas gemacht. Der war schon ziemlich meh. Und ihr seht ja auch, dass ich mich nicht wirklich an alles erinnere. Ah, nur noch 4 und dann werden wahrscheinlich diese Spikes hier auch deaktiviert. Ah, nee, durch das dann. Okay. Blue Spikes deactivated. Yay. So, Defense, genau. Frost Shield und Armor. From 0 to 1. 20% half the damage of... In and slow the attacker. Entschuldigung fürs... Ah. Das ist jetzt natürlich... Obwohl, nee, wir können ja beides... nehmen. Ey, das ist nicht dein Ernst. 10 solche verkackten Dinger fehlen. 10. Na gut, die hole ich mir gleich. Aber ey, das ist... Ah, das ist war da jetzt der Hohn pur. Also wirklich. 10 verkackte Dinger. Alter Schwede. Jetzt kann ich aber Frost Shield. So. Jetzt sind wir schildtechnisch ausgerüstet. Und jetzt sind wir, Ah, ich sehe da gerade noch so ein... Jetzt ist die Frage, wie man da reinkommt. Ah, da ist noch ein Vendor-Coin. Schade, dass ich den nicht vorher, genommen habe. Das wäre natürlich cool gewesen. Dann hätte ich noch ein bisschen mehr gespart, aber okay. Dann fürs nächste Mal halt. Aber eigentlich, wenn diese Vendor-Coins im Spiel mit drin sind, ist es ja nicht wirklich... Dann spart ja jeder im Prinzip so viel. Das hat ja eigentlich dann nicht wirklich was mit Sparen oder so zu tun. Wenn ich das jetzt mal so... sagen darf, oder ich weiß nicht, es kann auch sein, dass ich das Ganze jetzt so ein bisschen falsch verstehe. Möglich ist es. Ah, ich hasse diese. Ah, Mann, ich bin gleich tot, verdammt. Für immer tot, weil ich kein Leben mehr habe.
Verein auch kein... Warte mal, haben wir hier nicht noch irgendwo einen Apfel oder irgendwo sowas rumhängen? Mist. Ich bin gleich tot. Ich bin sowas von tot. Vor allem, wir haben hier wieder so eine blöde Stachelpalme. Und eine Big Mama. Okay, Big Mama erledigt. Ich muss bloß aufpassen, ich darf nicht in die Stachelpalmen kommen. Und mich auch von nichts mehr treffen lassen. Und hoffen, dass sich irgendwo ein Apfel aus einem Tier ergibt. Manchmal hat man dieses Glück, manchmal war es ja schon so. Oh, jetzt kommen da noch die anderen hinzu. Nein! Scheiße, wenn man so um sein Überleben kämpft. Und den letzten Lebenshauch, den letzten Lebenswille. Ah, scheiße, das war's. Das war's. Vier Stück noch. Ach du Schande, ich kann sie jetzt... Warte mal. Ah. Ah, war das doof. Naja. Das war's dann. Gut. Naja, dann sagen wir mal, wir haben auch 2,5 Stunden. Ist auch eine ganze Menge Zeit, würde ich mal sagen. Dann hole ich mir einmal den OBS wieder hier rüber.